Bilder, die um die Welt gingen. Ein Verrückter tötet wahllos Menschen, ganz Lüttich im Ausnahmezustand. Rund 3 Monate nach dem Anschlag scheint auf der Lütticher Place Saint-Lambert wieder alles seinen normalen Gang zu gehen. Doch vergessen ist die Tat noch lange nicht. Ich kenne persönlich Leute, die von dem Täter verletzt wurden. Es war schwer, das alles zu verarbeiten. Es ist beschämend. Unschuldige Menschen haben ihr Leben sinnlos verloren. Es ist traumatisierend, weil es jeden von uns hätte treffen können. Sicherheit gibt es nirgendwo. Mich wundert gar nichts mehr. Wenn man sich vor all den Verrückten, die rumlaufen, in Acht nehmen müsste, könnte man das Haus nie mehr verlassen. Ramazan Günes arbeitet in einer Sandwicherie direkt an der Place Saint-Lambert. Auch am Tag des Anschlags war er hier. Beim ersten Knall dachten wir noch, es sei ein Silvesterböller gewesen. Dann gab es eine zweite Explosion, da sah man schon die ganzen Jugendlichen am Boden liegen. Dann war klar, dass auch geschossen worden ist. Wir haben alle Kunden zur Sicherheit in den Keller gebracht. Andere hatten sich schon in der Toilette versteckt. Einen schwerverletzten Rentner, der auf dem Boden lag, hat Ramazan Günes noch ins Geschäft ziehen können. 10 Tage lang lag er anschließend im Koma. Trotz Schusswunde und zahlreichen Granatsplitterverletzungen hat der alte Mann überlebt. Avec Monsieur, il y a encore 2 blessés ici, hein? Ici dans la pointe Chou, il y a encore un Monsieur qui a, il a vu une balle sur jambe. Es gab noch 2 weitere Verletzte mit Schusswunden und Granatsplittern in den Beinen. Im Moment selbst habe ich nicht darüber nachgedacht, aber als alles vorbei war und ich wieder zu Hause war, habe ich schon nachdenken müssen. Ich stand 2 bis 3 Tage unter Schock. Die nationale Trauerfeier hat Menschen geholfen, die Ereignisse zu verarbeiten. Doch seit dem Anschlag wird die Place Saint-Lambert ständig überwacht. Eine Maßnahme, die auch dem Sicherheitsgefühl dient. Ich habe es eigentlich schon vergessen, aber viele denken immer wieder daran. Viele Kunden sagen mir, dass sie Angst haben, wieder an den Tatort zu kommen. An diesen Tagen werde ich daran erinnert, aber das Leben geht weiter. Mais sinon, franchement, j'ai déjà oublié. Parce que la vie, c'est continue. Hein. No expression, no expression.